Mourinho nennt sich Special One, Klopp nennt sich Normal One. Und wir toppen das heute mit Gira One. Ein sensationelles Produkt für alle Elektriker, die mit auf KNX-basierten Smart Home Systemen Umsatz machen könnten, aber mit ETS, der KNX-Programmiersprache, nicht auf Du sind. Und das sind immerhin rund 90% der deutschen Elektriker. Und für die stellen wir heute Gira One vor. Mindestens so smart wie das neue Gira One ist Hinrich, der uns das System vorstellen wird. Moin Hinrich, was hast du uns heute mitgebracht? Moin André. Ja, ich habe euch heute den Smart Home Part Gira One aus unserem Smart Home Bereich mitgebracht. Das ist eine einfache Programmierebene, einfache Programmiersprache, weil wir programmieren nicht mit der ETS. Die kennst du ja, fünftägiger Schulungskurs auf einem Seminar. ETS muss ich kaufen, das Gira-Programm, der Gira-Projektassistent in diesem Falle ist kostenfrei. Wir programmieren heute schon den X1 damit, wir programmieren aufwendige Türsprechanlagen damit und jetzt auch den Gira One. Das klingt interessant. Das heißt, wie wird die Gira One genau programmiert? Am besten, ich zeige dir das mal. Das ist relativ einfach. Man lädt sich das Programm runter und dann ist es so, André, wenn man das Programm runtergeladen hat, klickt man hier auf Neues Projekt, dann bietet einem das System schon eine Vorauswahl von neuen Projekten an. Will ich ein X1 programmieren, eine Türsprechanlage oder will ich das Gira One System programmieren? Dann vergebe ich einen Projektnamen, in diesem Falle Witte TV. Vergebe ein Passwort, da machen wir ein ganz spannendes 1234 für diesen Fall. Natürlich verwenden wir im realen Leben ein richtiges Passwort und schwuppdiwupp, schon ist das Projekt erstmal angelegt. Und jetzt ist es so, wir arbeiten uns von links nach rechts durch, super simpel. Wir laden die entsprechende Struktur rein und spannend ist, wir haben immer kleine Tutorials, kleine Filmchen eingebaut, was als nächstes zu tun ist, sodass auch wirklich jeder Handwerker das letztendlich für sich initialisieren kann und die Geschwindigkeit des Programmierens selber bestimmt. Prima. Und welche Geräte kann ich mit Gira One einbinden? Ja, ich habe hier mal ein paar Geräte mitgebracht. Wir haben Geräte angelehnt an KNX, das heißt, es sind echte KNX-Geräte, die wir hier verwenden, wie zum Beispiel REG-Geräte, Schaltaktorik für Licht, Jalousien für die Heizung. Wir haben das Gehirn, den Gira One, den Server, der auch dann nachher die Schnittstelle zum Endkunden für seine Handybedienung oder seine Tabletbedienung darstellt. Wir haben Pillen als Schaltaktoren, die haben gleichzeitig, das ist spannend, Binäreingänge, weil in unserem Startsortiment, mit dem wir starten, nicht alle Geräte verfügbar sein können, logischerweise, aber wir können dann 230 Volt Geräte wie ein Unterputzbewegungsmelder aus dem System 3000, habe ich ja schon bei Witte TV vorgestellt, mit einbinden über die Binäreingänge. Als Bedienoberflächen haben wir KNX-Taste einfach und zweifach. Wir haben das G1 bekannt aus Türsprechanlagen oder KNX-Anlagen und natürlich die Fernbedienungsebene des Handys unseres Endkunden. Sehr gut. Das heißt, ich kann auch Fremdgeräte wie zum Beispiel Philips Hue-Leuchten mit in das System integrieren? Absolut, das kannst du. Also wir können Philips Hue, wir können Sonos, wir können eine IP-Kamera mit integrieren. Aber das machen nicht wir, respektive das macht das nicht der Handwerkskollege, sondern das macht der Endkunde selber. Der Endkunde erhält mit dem Programm eine komplette Bedienungsanleitung für sein Smart Home System. Das heißt, er wird über eine PDF, die man sich ausdrucken kann, durch das Smart Home System geführt. Das ist insbesondere wichtig, wenn ich nicht weiß, wie eine Zeitsteuerung funktionieren soll. Wie mache ich eine Abwesenheitssimulation im Urlaubsfalle? All das steht in dieser, dieser Bedienungsanleitung letztendlich drin. Wichtig nochmal zu erwähnen ist, dass der Kunde auch keine Angst haben muss gegen Hackerangriffe und ähnliches. Die Dinge im Gira One unterliegen alle dem hohen Standard KNX Secure. Das heißt, alle Daten, alle Signale sind verschlüsselt und können nicht von außen manipuliert werden. Okay. Und was ist, wenn der Kunde in 5 Jahren KNX-Produkte anderer Hersteller, wie zum Beispiel Miele, mit integrieren möchte? Ja, auch das ist kein Problem. Wir haben hier ein reines KNX-basiertes System, Gira One, es spricht ausschließlich die Gira One-Sprache in dem Moment, wo es installiert wird. Jetzt kommt der Kunde vielleicht sogar nicht nur Miele, sondern mit einem Hersteller, den wir heute noch gar nicht kennen, weil der ganz tolle und smarte KNX-Produkte produziert und sagt, Mensch, zum Elektriker, kann ich die in 3 oder 4 oder 5 Jahren, kann ich die in mein System mit einbinden? Ja, das kann er sehr wohl. Das Einzige, was er machen muss, André, ist, er muss nur diesen Server austauschen, der spricht ja nur One, gegen einen zum Beispiel X1 oder Home-Server.
Den packt er da rein. Alle anderen Geräte, André, bleiben in der Gebäudeinstallation erhalten. Dann wird mit der ETS programmiert. Wir sind auf dem X1 jetzt im KNX-Bereich und schon ist das andere, das neue Gerät mit integriert. Du siehst, insgesamt ist das eine Anlage für jeden Handwerksunternehmer. Wir brauchen keine ETS-Schulung. Wir programmieren auf unserem Gira-Projektassistenten. Kostengünstig, wir brauchen kein Programm erwerben. Wir brauchen keine aufwendige Schulung, weil es selbsterklärend ist über die kleinen Tutorials, die da drin sind. Der Kunde kann über die akademie.gira.de noch weitere kleine Lerninhalte sich anschauen, bis er es dann letztendlich verinnerlicht hat. Er kann am Ende ein Handbuch für seinen Kunden sich ausdrucken oder als PDF, als Stick übergeben. Du siehst, André, ein super einfaches Smart-Home-System von Gira mit dem One-Server, einfach programmiert über den Gira-Projektassistenten. Simpel in der Anschaffung, weil wir brauchen kein extra Programm kaufen, wir brauchen keinen großartigen Schulungsaufwand uns an die Backe binden, sondern einfach sympathisch mit Gira in die Smart-Home-Welt für jeden Handwerker. Da stimme ich dir zu. Perfekt, Henrik. Vielen Dank dir. Die Produkte vom Gira One sind ab sofort bei uns im Bico-Shop erhältlich. Wenn euch technische Themen wie diese begeistern, freuen wir uns auf Like und Abo von WITTE TV.